Shalom, Shalom, wieder aus dem wunderbaren Uganda. Und heute heißt das Kapitel zu dem Buch Ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes, die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Das Kapitel heute heißt Wahre Größe im Reich Gottes. Ja, und wisst ihr, wahre Größe ist nicht, dass wir uns groß machen, sondern dass Gott durch uns groß wird. Eine Schriftstelle, die mich schon jahrelang begleitet, ist der Lohn der Demut. Das sind Sprüche 22,4. Der Lohn der Demut. Und Lohn ist etwas, was man sich verdient. Und Demut heißt nicht sich klein machen, sondern Gott groß machen. Der Lohn der Demut und der Gottesfurcht heißt auch nicht vor Gott zittern, sondern Gott respektieren, seine Ordnungen ehren. Also der Lohn der Demut und der Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Und ich darf alles erfahren in meinem Leben, ohne es zu suchen. Das ist, wenn du zu deinem Leben entschieden hast, ich will, dass durch mein Leben Gott groß wird. Und dass du entscheidest, ich respektiere die Ordnungen Gottes. Ganz gleich, was die Welt sagt, was die Menschen sagen, ich werde mich orientieren nach dem, was Gott sagt. Dann wirst du Reichtum, Ehre, Leben als natürliche Folge erleben. In Matthäus 6,33 sagt der Herr uns auch wieder, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also es geht um eine völlige, ausnahmslose und innige Hingabe an Gott. Ich kann dir nicht sagen, wie der Heilige Geist in einem Leben der vollen Hingabe an unseren himmlischen Vater durch Jesus Christus zu wirken beginnt. Ich werde von Zufällen oft erschlagen, denn es fällt mir alles zu. Aber ich muss meine Augen permanent auf Jesus richten, auf ihn schauen, ihm vertrauen, ihm glauben und auf ihn hören und dann auch das tun, was er sagt. Denn wenn wir uns doch von Gott entfernen und sogar ohne Gott leben wollen, dann verödet unser Leben. Unseren Blick müssen wir auf Jesus halten. In den Evangelien wird uns von Johannes dem Täufer berichtet. Sein ganzes Streben, sein ganzes Leben war auf die Ankündigung Jesu ausgerichtet. Es heißt im Lukas-Evangelium, es gab keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Und im Matthäus-Evangelium wird gesagt, dass es keinen größeren Menschen gab als ihn. Und was machte Johannes in den Augen Gottes so groß? Es ist das, worauf sein Blick gerichtet ist. Johannes schaute nicht auf sich, sondern wies in allem immer auf Jesus hin. Als er den Männern, die die Pharisäer gesandt hatten, geprüft werden sollte, lehnte Johannes es beharrlich ab, über sich selbst zu reden. Er sprach immer nur von dem Großen, der nach ihm kommen würde. Er kündigte den Christus an und lenkte jede Aufmerksamkeit auf ihn. Und als sie nicht locker ließen, bezeichnete er sich selbst lediglich als die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Wisst ihr, wir sind stellvertretend an Christi statt, sind wir Stellvertreter des Reiches Gottes hier auf dieser Welt. Und ein Botschafter, ein Stellvertreter macht nicht sich groß, sondern die Nation, die er vertritt. Und wir vertreten den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Amen. Und da möchte ich euch jetzt noch aus dem Matthäus-Evangelium 6,34 und folgende vorlesen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, denn dass sie weder säen noch ernten, noch aus Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Und warum seid ihr um die Kleidung besorgt?
Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubige? Ihr seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Und was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Heiden. Himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Amen, Amen, Amen. Ja, also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Zufallen. Ich habe euch schon gesagt, ich werde vor Zufällen manchmal fast erschlagen. Und wir sollen von Jesus lernen. Jesus lässt uns nicht im Ungewissen darüber, was er von uns möchte. Er möchte, dass es uns gut geht. Er hat alles dafür getan, damit wir Ruhe finden und unsere Lasten loslassen können. Im Matthäusevangelium 11, 28 bis 30 sagt er, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, also wenn wir Lasten tragen, dann heißt es, wir vertrauen nicht, wir glauben nicht. Wir sollen alle unsere Lasten auf Gott werfen. Und da habe ich so Sorgenkörbchen schon oft ausgeteilt, wo wir alle Lasten auf Zettel schreiben können, ganz genau, detailliert und in den Sorgenkorb werfen. Denn es heißt auch, werfet alle Sorgen auf mich. Werfet sie auf Gott. Also lasst sie los. Lasst sie los. Ja. Ja, und manche Menschen verbinden aber mit dem Wort Demut etwas Unfreies, Unangenehmes und etwas, das uns Mühe macht. Aber Demut ist eben nicht Tiefstapelei, falsche Bescheidenheit oder eine bestimmte Körperhaltung mit einem gesenkten Kopf. Demut bedeutet zu wissen, wer ich bin und wer Gott ist. Es bedeutet zu erfassen, wie die wahren Verhältnisse zwischen mir, meinem Nächsten und Gott aussehen. Demut heißt zu erkennen, dass ich nichts aus mir selbst tun kann, weil alles, was ich habe, eine Gabe Gottes ist. Möglichkeiten, meine Gaben, meine Persönlichkeit, meine Lebenssituation, das sind alles Geschenke. Demut bedeutet zu glauben, was Jesus sagt. In Johannes 15,4 bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ja, und da gibt es ganz viele Schriftstellen. Ja. Also Demut, der Herr schenkt dem Demütigen Gnade, aber dem Stolzen stellt er sich entgegen. Das ist im 1. Petrus 5, 5b. Demut heißt einfach, von Gott abhängig sein und denn das Ziel zu haben, dass durch dein Leben Gott verherrlicht wird, die Menschen gesegnet und du selbst Freude und Frieden hast. Ja. Ja, Gott sorgt sich um uns. Im 1. Petrus 5, 6 bis 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und demütigt heißt, beugt euch, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Amen. Demut heißt, bedeutet auch, dass ich alles loslassen kann, was im Moment zu mir und meinem Leben gehört. Man kann mir nichts wegnehmen, das Gott für mich bestimmt hat. Was man mir wegnimmt, ohne dass Gott interveniert, kann ich getrost loslassen, weil ich es nicht brauche. Ja, also Sorgen loslassen. Sorgen heißt nicht vertrauen.
Und da möchte ich einige Beispiele aus dem Wort Gottes bringen über die Gottesfurcht, weil da ist so viel Missverständnis. Also wir sollen Gott respektieren, denn er ist der Herr. Und da heißt es im Hiob 28b, siehe, die Furcht des Herrn ist, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Ja. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, also die ihn respektieren, auf denen, die auf seine Gnade harren. Das ist Psalm 33, 18. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das heißt, man gehorcht Gott. Man liebt, was Gott liebt, und man hasst, was Gott hasst. Dann, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also Demut bedeutet, Gott groß zu machen, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Ein demütiger Mensch nimmt sich selbst nicht so wichtig. Er ist bereit zu dienen und erkennt die Allmacht Gottes in allen Bereichen an. Und Demut hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ein demütiger Mensch glaubt einfach, dass Gott es bedingungslos gut mit ihm meint und alles unter Kontrolle hat. Ja, ich persönlich bin überzeugt, dass nichts in dein Leben kommen kann, ohne dass Gott es nicht vorher geprüft hat. Und wenn er es geprüft hat, dann hat er gewusst, das bewirkt etwas Gutes in dir. Ja, also Größe im Reich Gottes, wer sind die Größten? Die Größten sind die, die in der Gottesfurcht leben, also Gott respektieren, also ihre Autorität, und die in Demut leben. Die wollen Gott groß machen, nicht sich selber groß machen. Die wissen, dass Gott uns auf diese Welt gestellt hat, um seinen Namen groß zu machen und um ein Segen zu sein für die Mitmenschen. Und dass wir dann in unser Herz Frieden und Freude bringen, die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Die Großen sind die, die je mehr sie von Gott erkennen, umso mehr erkennen, wie wenig sie Gott kennen. So hat es einmal ein Evangelist ausgedrückt. Also noch einmal. Die Großen sind die, die je mehr sie von Gott erkennen, umso mehr erkennen, wie wenig sie Gott kennen. So hat es mal ein Evangelist ausgedrückt, diesmal, deshalb ist jemand auch dann am größten, wenn er vor Gott auf die Knie geht. Und auch hier wieder ein Zitat von einem Berühmten: Wer vor Gott kniet, kann vor den Menschen stehen. Ja, also wer ist der Größte im Reich Gottes? Wer ist der Größte? Matthäus 18, 3 bis 4. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich Gottes. Amen. Also ich empfehle euch sehr, dieses Buch zu kaufen. Ab durch die Decke. Hinein ins Reich Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Ich persönlich bin überzeugt, dass so viel Gutes vor uns liegt, nämlich die Wiederkunft Jesu Christi, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt, dass wir vom Staunen nicht herauskommen. Und wer jetzt wirklich die echte Furcht Gottes, nämlich die Ehrfurcht Gottes, in sein Leben aufnehmen will, der soll jetzt mit mir das beten. Vater im Himmel, ich bekenne, dass ich mir falsche Identitäten angezogen habe, um dich, die Menschen und mich selbst zu beeindrucken und um Anerkennung zu finden. Ich bekenne dieses Verhalten als Lüge und trete heute ein in die Wahrheit. Vor dir gilt nur eine Gerechtigkeit, und zwar die Gerechtigkeit deines Sohnes Jesus Christus. Herr Jesus, ich empfange jetzt diese Gabe der Gerechtigkeit. Ich empfange dich als meine Gerechtigkeit. Dich als den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ich empfange dein Erlösungswerk. Und ich empfange dich als mein Leben, meine Kraft, meine Freude und meine Schönheit. Ich empfange dich als meinen Versorger.
und meinen besten Freund, meine Liebe und den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Durchdringe mich von Kopf bis Fuß mit deinem Auferstehungsleben. Heiliger Geist, durchforsche mich und zeige mir, wo ich noch Masken und falsche Kleidungen trage, damit ich sie am Kreuz ablegen kann. Du, Herr Jesus, bist mein Leben und meine einzige Hoffnung auf Herrlichkeit. Mein Körper ist dein Tempel. Wohne du in mir und mach es dir gemütlich. Mein Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Amen.